und herzlich willkommen zu einem neuen Produkttest hier auf YouTube. Diesmal geht es um ein Akkurasenmäher aus dem Hause Lidl von der Firma Parkside. Schauen wir mal, was Paket drin ist. Los geht's! Nachdem wir bereits am Donnerstag den Rasentrümmer getestet haben, wo das Ergebnis, ja, abgesehen von der Sehne, okay war, haben wir uns natürlich auch noch ein Akku-Rasenmäher besorgt von derselben Firma mit demselben Akku. Und wir wollen mal sehen, was hier alles im Paket drin ist. Ich weiß es selber noch nicht, das Paket ist auch original verpackt, so wie es heute per Post kam. Beim Rasentrümmer kann ich schon im Nachhinein ein Nach-Update geben. Ich werde bei den Rasentrümmern vorhin das Rad abbauen, wofür die Rasenkante gedacht ist, weil dieses Rad verhindert bei mir zum Beispiel das nahe Randfahren an Steinen quasi. Ich komme nicht mehr richtig ran, um da das Gras vom Stein, ich muss immer drehen und so weiter, deswegen kommt das Rad bei mir vorne wieder ab, montiere ich ab, ist für meine Zwecke ungeeignet. Gut, heute geht es um diesen Akku-Rasentrümmer, den Akku-Rasenmäher, den gab es bei Lidl auch zu kaufen für 100 Euro. Ungefähr, Pi mal Daumen. Ich habe mir per Post zukommen lassen, halt quasi ich habe online geordert, weil genauso mit dem Akku-Rasentrimmer war auch der Akku-Rasenmäher im Lidl direkt schnell vergriffen. Und wir wollen mal reingucken, was da alles drin ist. Ich nehme dafür mal das Paket mal runter und stelle das hinten auf unsere große Couch. So. Auf den habe ich persönlich am meisten gefreut. Hat den einen Grund, weil wir haben unseren Rasenmäher, Elektrorasenmäher weggegeben zum Gunsten eines Akkurasenmähers. Jetzt natürlich, wo ist der Sinn? Ja, ganz einfach, der Rasenmäher, der bei uns Strom nimmt, nimmt für unsere Verhältnisse, wie wir es hier bei uns haben, wir haben weder Strom noch direkt Wasser, alles nur indirekt selbst produziert, hat der Rasenmäher zu viel Strom genommen, womit quasi wir mit einem Stromgenerator arbeiten mussten, was ja doppelte Lärmbelastung ist. Jetzt haben wir nur noch Akkusysteme und diese Akkusysteme laden wir via Solarpower auf und können damit arbeiten. Das war der Grund, warum wir gesagt haben, wir tauschen einmal aus. Ich bin jetzt wieder raus, das ist einfach jetzt. Okay, das Zurückschicken hat schon mal ein bisschen erledigt. Ich musste den original grauen Karton jetzt mit Gewalt entfernen, weil er nicht so abgehen wollte, wie er abgehen sollte. So habt ihr ihn vielleicht bei euch im Lidl-Markt gesehen oder auch nicht. Wie wir sehen, es handelt sich um den Akku-Rasentrümmer von der Firma Parkside. Gab es in Lidl für knapp 100 Euro. Funktioniert mit nur einem Akku. Die meisten Akku-Rasenmäher haben zwei Batterien drin. Der hat nur eine Batterie. Dementsprechend ist das ganze Gerät ein bisschen kleiner. Ob es besser ist, das werden wir noch sehen. Wir haben hier eine Schnittbreite von 33 cm. Das hatte mein alter Rasenmäher auch, also von der her. Ne? Wir haben eine Schnellladefunktion. Innerhalb von 60 Minuten ist der Akku, der mitgelieferte Akku, innerhalb von 60 Minuten wieder voll aufgeladen. Verspricht Lidl, ist ein Lithium-Akku, das heißt besonders lange Strom. Anhaltend, auch wenn man Batterie beiseite legt und so weiter, sollte das alles kein Problem sein. Was haben wir unten noch? Beidseitige Rasenkanten, ein Zug. Das heißt, wenn ihr bei der Bordsteinkante bei euch langfahrt, wird hier quasi der Rasen an der Seite mit reingezogen. Das ist zumindest so gesehen nicht schlecht. Ein Fangsack ist mit dabei. Obwohl der Fangsack aus meiner Sicht ja total keinen Sinn hat. Warum, erzähle ich euch gleich. Was gibt es noch Schönes zu sehen? Ja, nochmal ein Bild, wie es hier von oben aussieht. Mal wie das mit einklappendem Griff aussieht.
Okay. Wie schon erwähnt, 60 Minuten Ladezeit und Mähzeit ca. 20 Minuten laut der Website. Dann packen wir mal weiter aus. Der Fangsack hat ein Volumen von 32 Litern. Sehe ich gerade hier oben auf der Verpackung nochmal kurz. Zack. Und ist für mich ein bisschen wie Weihnachten gerade. Wir haben natürlich immer dabei Papyrus, viele kleine Informationsblättchen inklusive der Gebrauchsanleitung. Hier, das ist ja Anleitung für den Akku, das ist ja Anleitung für den Rasenmäher und das ist hier, ich schätze mal, die Garantie. Können wir beiseite packen, kommen mit nach Hause. Da kommen wir euch einige Zeit entgegen. Hier haben wir den 32 Liter so rum. Ah, fehlt noch ein Griff. Hier haben wir den 32 Liter Fangsack und wir haben hier sogar eine Füllhöheanzeige. Das heißt quasi, je nachdem wie voll der Sack ist, kommt denn hinten irgendwie, also guck mal, wenn du was eingebaut schätze mal, wird denn hinten irgendwie der Nippel hochgedrückt und das heißt dann quasi, halt, ich bin voll, bitte nicht weiter mähen. Wenn der Nippel oben ist, heißt es, ich bin voll, aufhören mit mähen, mehr brauche ich nicht. Braucht ihr aber in der Regel nicht. Ein kleiner Gärtner-Tipp von mir zum Schluss am Video oder vielleicht im Video. Dann haben wir hier die diversen Teile, die zur Montage irgendwo mitgehören. Ja, wieder wie Handschraubfestschrauber, das ist schon mal gut. Bei einem Akkutrümmer braucht man vielleicht einen Schraubenzieher. Hier ist das Ladegerät, das zweite Ladegerät, womit wir quasi das erste, das packen wir beiseite als Reserve. Okay, jetzt muss ich mal den Rasenmäher rausholen. So. Und das ist dieser Parkside Rasenmäher. Genauso, ich nenne es mal jetzt blöd wie beim Rasentrimmer, ist hier auch in diesem Fall der Akku schon im Gerät drin. Also bitte seid vorsichtig beim Montieren. Gerät ist schon verbaut. Das heißt, im Idealfall mit Schlüsselsystem. Im Idealfall entfernt ihr erstmal den Akku. Wir sehen aber jetzt spontan gerade, dieser Akku, stellen wir dahin, ist von den Dimensionen größer als der von dem Rasentrümmer. Das ist der von dem Rasentrümmer und das ist der von Rasenmäher. Also nicht verwechseln, Rasentrümmer, Rasenmäher. Mal kurz gucken hier. Ja, also hier haben wir auch in dem Sinne 40 Watt oder Watt, WH, und hier haben wir 80. Also von Arte ist der Akku auf jeden Fall mit der Größe stärker. Und angeblich kann man die Akkus miteinander austauschen. Ich probiere es ganz schnell aus. Ich führe den mal nachher mal bei unseren Rasentrimmer rein, beziehungsweise macht man den Rasentrimmer-Akku in den Rasenmäher rein. Es müssen ja beide Geräte funktionieren, ansonsten bringt mir ja dieses Tauschsystem nicht. Auf jeden Fall ist er von Rasenmäher dicker. Mein, ist logisch, der Rasenmäher hat ein bisschen mehr Power, braucht mehr Power, aber wir probieren es trotzdem mit denen auch aus. Beide Geräte haben auch eine Füllstandsanzeige. Der Trimmer ist geladen und der Rasenmäher in der Lieferung ist auch komplett geladen. Das ist schon mal gut zu wissen. Wir setzen den mal kurz ein. Ja. Ach so, okay. Also ich vermute jetzt mal kurz, weil wir haben hier drinnen einen Schlüssel verbaut.
hier vorne hängt der, so ein ganz kleiner Schlüssel ist das. Ich behaupte mal, dieser Schlüssel ist dafür gedacht, dass nur wenn der Schlüssel drin ist, auch der Motor angeht, wenn er drin bleibt. Ja, deswegen vielleicht die Kontakte erst beschädigt, deine Motor erst angeht. Also quasi ohne Schlüssel kein Motorstart. Testen wir gleich nochmal aus. Wir lassen den Akku erstmal draußen. Hier haben wir einen kleinen Tragriff dran. Hier hinten kommt der Müllsack ran, also der Rasenabschnittsack bei Bedarf. Wir haben eine Lautstärke von 88 Dezibel und das Gerät von unten sieht folgendermaßen aus. Schönes Messer. Oh ja, und schön scharf aus dem Messer. Also bei meinem alten Rasenmäher war es schon sehr stumpf gewesen. Also Messer ist sehr scharf und hier haben wir die Rasenkanten, Einführhilfen, damit quasi Rasen hier steht und ein bisschen reingezogen wird. Aber die Messer sind natürlich, ja, also hätten wir jetzt ein Stück Fleisch da, könnten wir gut schneiden. Die Messer sind schön scharf. Sieht gut aus. Dann haben wir noch die Radeinstellhöhe. Geht wohl Mechanismen. Okay, so wie es aussieht, nur eine Radeinstellhöhe, das ist die hier. Und die geht dann für alle Räder, alle vier Räder, so wie es aussieht. Wir haben ihn jetzt eingestellt auf 35. Wir stellen ihn jetzt mal um auf 45. Halt 55, das ist die höchste Höhe, die man gehen kann. Und man sieht, alle vier Räder werden gleichzeitig eingestellt. Also das ist von einer Art gut durchdacht. Ein bisschen wegnehmen hier, zack, und schon geht er runter oder hoch. Das finde ich jetzt von einer Art nicht schlecht, dass man da so ein bisschen Spielraum drin hat. Dann haben wir natürlich noch den Handgriff mit der Startfunktion, mit einer Zuglinie. Ja, dann wollen wir mal kurz den Mäher einmal zusammenbauen. So, das ist also jetzt der Akkurasenmäher fertig montiert. Der große Akku immer hinten. Wir haben hier den kleinen Akku auch noch liegen. Mit dem testen wir das zuerst. Bevor wir natürlich in den Praxistest gehen, das wäre natürlich auf den Rasen. Mein Rasen ist nicht ganz so hoch, nicht wundern, weil wir haben halt den Regen und unter Regen wächst kein Rasen. Beim Festschrauben ist es schon sinnvoll, zu zweit zu arbeiten. Alleine ist es ziemlich fummelig. Hier oben ist meine Empfehlung, nicht zu fest machen, weil, wenn wir es zu fest machen, ist die Umklappfunktion nicht mehr gegeben. Sie können jetzt hier hochklappen, die Griffe, ja, hoch und runter klappbar. Und beim Hochklappen haben sie wieder ein bisschen Spiel, womit sie dann quasi den Griff, wenn genügend Spiel drin ist, ist auch zu wenig Spiel drin jetzt gerade, können sie den Griff auch dann, zack, jetzt haben wir es, okay. Können sie den Griff auch nach vorne klappen, um den Rasenmäher so ein bisschen platzsparender zu verstauen. Das Ganze wäre hier unten auch möglich, unten ist nur der Nachteil quasi, sie müssen es komplett abschrauben wieder. Also. Griff hoch, wieder festsetzen und Sie haben, das habe ich noch gar nicht erwähnt, dieser Rasenmäher verfügt doch über eine Mulchfunktion. Ich hätte jetzt eher gesagt, dafür gibt es ein extra Teil, gibt es nicht. Man kann, jetzt kommt mein privater Gartentipp, man kann den Fangsack nutzen vom Parkside mit der Anzeige, sobald der Sack voll ist, geht der Nippel hoch, dann weiß man, ah, ich muss einen Sack mehr leer machen. Ja, und wenn man aber den Deckel jetzt so wie hier unten lässt, dann hat man bei diesem Rasenmäher eine Mulchfunktion. Das heißt, Rasenschnitt wird nicht gleich da hinten durchgeworfen, sondern der Rasenschnitt prallt erstmal am Deckel ab, fällt wieder rein, wird dadurch nochmal geschnitten und dann fällt der Rasen zu Boden. Oder hier hinten durch den Millimeter Abstand fällt es dann quasi raus. Hat die Funktion, dass quasi der Rasenabfall mitten auf dem Rasen liegen bleibt, in einer Mulchfunktion, die quasi gleichzeitig Dünger ist für den alten Rasen oder für den bestehenden Rasen. Man braucht dadurch vielleicht weniger Düngern im Verlauf. So, machen wir mal den Test hier mal kurz. Ich stelle uns den Rasenmäher auf ganze Höhe. So, das ist die Maximalhöhe von 55. Und jetzt tue ich mal aus Scherz aber nur mal kurz die Batterie von Rasentrümmer hier rein. Passend tut sie. Wir lassen mal Schlüssel draußen, machen kurz einen Test ohne Schlüssel. Ohne Schlüssel passiert nichts. Jetzt machen wir mal den Schlüssel rein.
Akku von Rasenmäher ist dicker, hat dadurch ein bisschen mehr Power oder längere Lebenszeit beim Arbeiten. Aber zur Not würde der Trümmer-Akku auch gehen. Ist ja klar, man kann ja nicht so einen großen Klopper an ein Handgerät dranpacken, das wird schief auf den Arm werden. Raus geht's in den Garten, einen kurzen Praxistest als Mulchfunktion. Dafür werden wir ihn auf die mittlere Höhe anstellen. Sagen wir mal so 45. 25 hat er auch, dann geht es weiter 35, 45, 55. Ja. Achso, und 65, also Maximalhöhe ist 65. Wir stellen uns jetzt auf die Hälfte circa ein, das sind dann 45. Zack, das ist hier. Und dann wollen wir mal sehen, was der Kleine taugt mit dem Original Akku. Versteht sich. Raus geht's mit Mulchfunktion. Fazit zu diesem Parkzeitrasen. Akku-Rasenmäher. Gleich mit Akku-Rasenmäher. Bei unserem Rasentrümmer musste ich ja ein paar Abzüge machen. Da war der Griff ein bisschen zu bescheiden gemacht, zu dünn. War nicht gemacht. Das Trümmdraht war halt rund und hat dementsprechend keine große Schlagkraft gehabt. Obwohl der Motor mit durchgezogen hat. Bei diesem Akku-Rasenmäher muss ich sagen, für meine Rasenfläche, gut, Rasen war es nicht wirklich drauf gewesen, es war ja mehr Feld gewesen, es fehlt halt Regen, aber der Akku hat zumindest standgehalten. 20 Minuten sollte es dauern, bis der Akku leer geht, da hat es in dieser Phase bei meinen Mähen jetzt nicht nachgegeben. Also für normale Freizeit-Rasenmäher, für den normalen Haushaltsgarten, reicht das Gerät vollkommen aus. Besonders gut finde ich die Höhenverstellung der Räder. Eingriff und man macht gleich alle vier Räder höher oder tiefer, je nachdem wie man es haben möchte, mit nur einem Griff. Bei meinem alten Rasenmäher muss ich jedes Rad einzeln einstellen. Hier mit Eingriff macht man alle Räder hoch oder runter. Sehr gut. Auch hervorzuheben ist natürlich die Mulchfunktion von diesem Gerät. Deckel unten und dann mulcht den Rasen gleich mit durch. Oder man nutzt halt den mitgelieferten Fangsack. Mit 32 Liter Vermögen und eine Anzeigeautomatik, sofern der Sack voll ist, geht der Nippel hoch. Muss man aber nicht. Wie gesagt, jeder normale Gärtner weiß, oder vielleicht macht er es ab sofort, weiß, Mulchen ist für den Rasen, gerade jetzt bei diesem trockenen Wetter, deutlich besser. Gibt es Nachteile bei dem Gerät? Spontan erstmal keine gefunden. Sollte ich noch Nachteile bei, gut, er ist schnell eingestaubt, aber ich habe halt keinen Rasen. Es fehlt der Regen. Ansonsten, Nachteile habe ich jetzt so nicht gefunden. Für 99 Euro macht er, bleib stehen, seinen Dienst. Doch, ein Nachteil gefunden. Okay, kleiner Nachteil nur. Beim Mähen habe ich bemerkt, ich habe nicht viel Rasen gehabt. Von der Traggewicht, er ist leicht zu tragen. Er hat auch ein großes Gewicht. Beim Mähen habe ich gemerkt, dass sich hier, wo der Deckel aufgeht, Rasenschnitt rein verhängt. Das kann im Nachhinein bei der Mechanik hier ein bisschen nur Probleme auslösen. Die Mechanik ist zwar hier durch ein Plastik geschützt, aber dennoch fällt Gras dahinter und irgendwann kann die Mechanik dadurch kaputt gehen. Genauso wie beim Mulchen auch. Ich habe ja jetzt nur gemulcht, nicht gemäht. Beim Mulchen hat sich Rasen hier oben drin versammelt. Ja, das ist auch noch nicht so schön, weil hier oben ist genau die Feder. Das setzt sich irgendwann zu. Erst recht, da ist auch ein leicht tiefer gelegtes hier. Hier setze ich Rasen rein, also es ist nicht alles Gold, was glänzt, Kleinigkeiten könnte man vielleicht noch verbessern. Ansonsten
Von der Art her vollkommen zufrieden. Er macht seinen Dienst, was er machen soll. Ja, mehr bleibt mir zu sagen. Habt ihr auch schon Erfahrung mit diesem Rasenmäher? Schreibt es mir in den Kommentaren. Oder folgt mir auf Instagram unter marcolons-youtube. Ich werde mir jetzt einen Rasentrümmer nochmal besorgen. Den Akku-Rasentrümmer mit dem Akku vom Rasenmäher betreibe ich ihn heute mal. Und werde noch ein paar Ecken nochmal raustrümmen, die der Rasenmäher logischerweise in der Breite nicht schafft. Also, abonnieren teilen, folgt mir auf Instagram und der marcolons-youtube. Ich freue mich zur nächsten Folge, sei es halt Corona-Update oder auch demnächst, im übernächsten Monat quasi, starten ja meine normalen Videos wieder. Es sei denn, es kommt ein spontaner Produkttest. Es kommt nochmal ein Geschmackstest. So, mehr zeige ich jetzt noch nicht. Es kommt nochmal ein Geschmackstest, aber der kommt erst später in einer anderen Variante, als ich ihn machen wollte. Wie das genau sein wird, seht ihr bald hier auf YouTube. Also, folgt mir auf Instagram unter marcolons-youtube. Bis dann, abonnieren, teilen und tschüss, schönes Wochenende noch.